Erstens haben wir festgelegt, die NPD muss Sympathieträger sein und muss Anschlussfähigkeit herstellen. Wir wollen zwar radikal sein und bleiben, aber nicht als Sekte wahrgenommen werden. Dass Begriffe wie Tageslichttauglichkeit mir inzwischen als Auffänger oder inzwischen als Auffänger gegen mich verwendet werden, das mutet meiner Ansicht nach etwas skurril an. Natürlich wollen wir nicht das Bild einer Truppe abgeben, die weder glaubwürdig noch ernst genommen wird. Nur darum ging es eigentlich bei den Punkten, Anschlussfähigkeit herzustellen. Es ging nicht um Flügel, es ging nicht um fundamental oder liberal, sondern einzig und alleine um das öffentliche Auftreten und die öffentliche Wahrnehmung unserer Partei. Denn eins kann ich euch sagen, Fundis und Liberale können gleichermaßen anständig auftreten oder asozial. Da gibt es keinen Unterschied bei Flügeln. Und mir war es immer wichtig, dass unsere Partei als anständige Partei wahrgenommen wird. Denn wenn wir ein anständiges Deutschland vertreten wollen, wenn wir ein anständiges Deutschland proklamieren, dann müssen wir bei uns selbst anfangen und selbst anständig sein und anständig auftreten, liebe Freunde. Und Anschlussfähigkeit heißt eben nicht, modern zu sein wie der Mainstream, sondern Anschlussfähigkeit heißt, dass wir uns nicht selbst durch unser Tun und Wirken vom eigenen Volk separieren, indem wir sagen, ihr dürft das nicht hören, weil diese Musik undeutsch ist, oder ihr dürft diese Klamotten nicht tragen, weil das undeutsch ist, sondern dass wir uns auf unseren Konsens konzentrieren. Und dieser Konsens, liebe Freunde, das ist unser Parteiprogramm, in dem unser Wirken und Wollen festgeschrieben ist. Und das sollte auch wieder zur Leitplanke werden in unserem täglichen Geschäft. Ja, weichspülen. Das wurde irgendwo eben schon mal genannt, diese ewige Floskel und Phrase, die immer wieder gedroschen wird, dieser immer gleiche Vorwurf, ja, die da oben in der PZ, die wollen ja ohnehin nur die Partei weichspülen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir kommt diese Kamelle langsam zu den Ohren raus. Kein Mensch, weder in der Parteizentrale noch im Parteivorstand oder sonst wo, hat vor, unsere Partei in irgendeiner Art und Weise weichzuspülen, das Parteiprogramm zu ändern oder von unseren Grundzielen abzuweichen. Das habe ich eben gesagt in Bezug auf die Urteilsbegründung und das sage ich gerne an dieser Stelle noch einmal. Wir werden an unseren Zielen nicht das Geringste ändern und werden dort stehen bleiben, wo wir heute sind. Nein, wir wollen aus der NPD keine FPÖ machen, wenngleich wir ihre Erfolge gerne hätten. Wir wollen aus der NPD auch keinen Front National machen. Ich habe das schon immer gesagt und dazu auch in der Deutschen Stimme mehrfach Stellung bezogen. Wir können keine andere Partei kopieren. Wir können weder die FPÖ in Österreich kopieren, noch können wir den Front National in Frankreich kopieren, weil wir jeweils ganz andere Rahmenbedingungen haben. Wir haben andere politische Kulturen, wir haben andere Traditionen und hier ist eben nicht Österreich und hier ist auch nicht Frankreich. Was ich allerdings als beachtlich empfinde, ist, dass von denen dieser Vorwurf kommt, wir wollten die Partei weichspülen, im gleichen Atemzug genannt wird, wir sollten uns doch mehr wie die goldene Morgenröte verhalten. Wir müssten uns quasi nur Fahnen in die Hand nehmen und rummarschieren und dann hätten wir Erfolg. Damit ich nicht falsch verstanden werde. Die goldene Morgenröte in Griechenland hat Beachtliches geleistet. Und sie kann durchaus auch Vorbild sein. Und ich habe Respekt und die Partei verdient Anerkennung für das, was sie in Griechenland leistet. Aber, und das ist das Wesentliche, wir sind hier nicht nur nicht Österreich und nicht Frankreich, sondern wir sind hier eben auch nicht Griechenland. Und das Wesentliche, was ich zum Ausdruck bringen will, ist, dass wir weder die Österreicher noch die Griechen kopieren können, denn das wird uns nicht weiterbringen. Was wir brauchen, ist, dass das Profil unserer eigenen Partei, der NPD, weiter geschärft wird und wir in Deutschland unseren eigenen Platz und unseren Weg finden.
um unsere politischen Vorstellungen weiter voranzutreiben, liebe Freunde. Die NPD ist, und das war ein zweiter wesentlicher Punkt aus den Führungskräftekonferenzen, die Partei der Normalität. Warum sage ich das so explizit? Normalität heißt für uns Ja zum deutschen Volk und Ja zum Abstammungsprinzip und eben nicht, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Dass die Homo-Ehe eben nicht mit unseren Vorstellungen vereinbar ist. Dass wir nicht wollen, dass sich immer weniger die Taschen vollstopfen, während die deutsche Arbeiterin und der deutsche Arbeiter schon Mitte des Monats nicht mehr weiß, wie über die Runden kommen soll. Normalität heißt, dass wir unser Geld in Bildung und Ausbildung unserer eigenen Kinder stecken, statt jedes Jahr 20 oder 30 Milliarden Euro in Asylbetrüger und Schmarotzer stecken, liebe Freunde.